Seit 40 Jahren geht der Kindergarten der Hochschülerschaft Uni Wien eigene Wege. Seine multikulturelle Ausrichtung könnte für andere Kindergärten in Österreich beispielhaft sein. Ist es darauf zurückzuführen, dass es ein sogenannter elternverwalteter Kindergarten ist? Oder darauf, dass alle Eltern Universitätsstudentinnen und Studenten sind und demnach relativ weltoffener in ihrer Einstellung? Dalibor Hüsek hat diese einzigartige Einrichtung, die auf Außenstehende wie eine Großfamilie wirkt, besucht. Ein Afrikaner als Vorschullehrer, spielerische Deutschförderung für Zuwandererkinder, engagierte und multikulturell denkende Eltern, die im Notfall einander auch unter die Arme greifen. Türkische Migrantin im Vorstand. Willkommen im Kindergarten der österreichischen Hochschülerschaft auf dem Unicampus in Wien. In dieser in vieler Hinsicht vorbildhaften Einrichtung hat jedes dritte Kind eine andere Muttersprache. Andere Kulturen sieht man hier als Bereicherung. Sei es eben durch Sprache, sei es durch Feste, durch kulinarische Angebote. Und deswegen bitten wir auch die Eltern, einfach die Kultur, die verschiedene, einfach sehr stark in den Kindergarten einfließen zu lassen. Also wir schauen auch, dass wir sehr viele Sachen auf zweisprachig, Spielmaterialien oder Bücher haben. Und es ist uns auch ein Anliegen, dass die Eltern ihre Muttersprache mit dem Kind weitersprechen. Und auch wir sind immer offen für gewisse Wörter und versuchen auch, diese Kultur hinein eher einzubeziehen in den Kindergarten. Dadurch die Eltern auch die Jausendienste machen bei uns, das heißt, sie machen die Vormittags- oder Nachmittagsjause, achten wir darauf, dass zum Beispiel auch Nahrungsmittel aus den verschiedenen Kulturen angeboten werden und wir auch darüber sprechen mit den Kindern und so der Zugang sein sollte, dass das halt einfach Normalität ist. Wir kommen ja hier alle aus einem studentischen Milieu. Für uns ist das eigentlich alles normal. Wir kennen es nicht anders. Die verschiedenen Kulturen, das ist für sie normal. Es ist auch eigentlich das Lebensumfeld, in dem wir leben. Ich habe bewusst einen Kindergarten ausgewählt, in dem viele verschiedene Kulturen vertreten sind, weil ich nicht möchte, dass mein Sohn in einem Elfenbeinturm aufwächst, sondern ich möchte, dass diese Vielfalt auch von ihm bewusst schon so wahrgenommen wird. Er profitiert dadurch enorm. Und was hier auch ein besonderes Asset ist, finde ich, ist, dass die Kinder mit nicht deutscher Muttersprache nicht separiert werden von der Gruppe, sondern sie werden hier integriert. Es wird gemeinsam gespielt, alles gemeinsam gemacht, was den Effekt hat, dass die Kinder sehr, sehr rasch binnen weniger Wochen eigentlich fließend Deutsch sprechen. Das ist immer wieder erstaunlich, das zu sehen. Und dadurch, dass wir ja auch Spieledienst haben hier als Eltern, sind wir ja unmittelbar involviert und bekommen das auch eins zu eins genauso mit. Ich habe sehr lange nach einem Kindergarten gesucht, wo ich halt mich wohlfühle und wo ich dann wusste, dass mein Kind dann irgendwie ganz gut aufgehoben wird oder auf die eher gut gefördert wird, weil ich bin selber eine diplomierte Kindergärtnerin. Ich weiß, es ist halt für migrantische Kinder, dass es einfach miteinander leben in viele andere Kindergärten nicht so gut funktioniert. Aber in diesem Kindergarten weiß ich, dass es sehr schön funktioniert, weil ich ein Teil der Elternarbeit bin, weil das ist ein Konzept, halt, das ist im Konzept drinnen, dass die Eltern halt irgendwie mitarbeiten, mithelfen, mitreden, mitbestimmen und vor allem die Kinder werden halt im Mittelpunkt gestellt. Wir Betreuer versuchen da auch, dass Vernetzung stattfindet untereinander zwischen den Kindern und vor allem auch den Eltern. Dann schauen wir auch jedes Jahr, dass wir einen Sozialpot pro Gruppe anlegen, wo wir einfach die Leute finanziell unterstützen, dass die Kinder mitgehen können bei allen Aktivitäten. Oder wir fahren auch einmal gemeinsam auf ein Zeltlager im Sommer, wo dann einfach auch sozial schwache Familien dann einfach daran teilnehmen können. Es ist uns einfach wichtig, dass hier für viele Familien, die einfach frisch ins Land kommen, einfach auch ein Teil zu Hause ist. Wir haben auch Vorstandsmitglieder immer wieder aus anderen Kulturen. Gerade aktuell ist unsere Kassierin aus der Türkei. Das ist natürlich eine sehr große Bereicherung für uns, dadurch, dass
bei verschiedenen Anlässen, zum Beispiel beim Sommerfest, dann sehr gute Kontakte zu den jeweiligen Communities bestehen. Menschen werden aufgenommen, also als Elternteile, als Eltern, und Kinder werden aufgenommen, nicht türkisches Kind oder bosnisches Kind oder deutsches oder englisches oder Eltern, also Türke, Kurde oder so, sondern Menschen werden hier im Zentrum gestellt und so akzeptiert. Es sollte überall so sein, so als Normalität. Es wundert uns, weil es nicht Normalität ist vielleicht, also in Österreich, dass Migranten in Gremien sind, wo man regieren kann. Wir machen keine spezielle Förderung, dass wir jetzt einfach sagen, wir haben jetzt Deutschkurse einmal am Tag, sondern es ist so, dass Kinder in dem Alter eigentlich wie Schwämme sind. Ja? Sie saugen einfach alles auf und die Sprache bildet sich in ein paar Wochen dann in Wirklichkeit, weil einfach der Austausch untereinander sehr stark ist. Und dadurch wir auch die Eltern sehr stark integrieren, wird auch die Muttersprache in den Rahmen aufgenommen vom Kindergarten. Ich betreue die Vorschulgruppe. Also wöchentlich mit meiner Kollegin Katrin. Wir arbeiten wöchentlich mit ihnen außerhalb der Kindergartenzeit am Vormittag. Wir schauen auf ihre Konzentration, also die wichtigsten Sachen, die man braucht, um die Schule aufzunehmen. Die Konzentration, Feinmotorik, schauen wir Logistik, wir machen. Und natürlich schauen wir auch auf die Sprache für jemanden, der noch Hilfe braucht. Wir legen noch unsere Schwerpunkt darauf, dass das Kind für die Schule fertig ist. Und es ist bis heute noch nicht passiert, dass ein Kind uns verlassen hat, ohne Deutsch im Griff zu haben. Und sie alle, die wir bis jetzt gehabt haben, haben alle die Matura geschafft und arbeiten oder studieren in verschiedensten Richtungen. Aydin Oyagi ist im Iran geboren und hat als Kleinkind den ÖH-Kindergarten besucht. Nun studiert er Chemie an der Technischen Universität Wien. Es war eigentlich dadurch, dass die Kindheit die prägendsten Jahre sind, war es eine sehr schöne Zeit für mich, weil ich im Umgang mit anderen Kindern aus anderen Ländern halt einen Umgang hatte, die ihre Muttersprache zu Hause gesprochen haben. Und hier haben wir halt alle gemeinsam Deutsch gesprochen. Das hat dem gemeinsamen Sozialen gut getan, der Sprache gut getan. Und im Großen und Ganzen verbinde ich meine Kindheit mit nur sehr schönen Gedanken. Der Camillo und die Karin waren auch meine Betreuer. Das sind die liebsten Menschen, die es gibt. Im ÖH-Kindergarten blickt man auf lange und erfolgreiche Arbeit zurück. Was allerdings die Zukunft betrifft, so herrscht unter den Eltern Unsicherheit. Momentan ist das Hauptgesprächsthema, dass dieser Kindergarten geschlossen werden soll in dieser Form. Ein Partner des Kindergartens ist ja die ÖH-Universität Wien, die einen geringen Teil des Budgets beitragt. Die wollen die Zusammenarbeit mit uns beenden. Und das ist natürlich unser Hauptgesprächsthema, weil ohne ÖH und ohne den Standort hier, den die Universität Wien uns dankenswerterweise zur Verfügung stellt, ist eine Weiterführung dieser Institution, dieser seit 40 Jahren bestehenden Institution, leider nicht möglich. Die österreichische Hochschülerschaft wirft der Kindergartenführung vor, dass hier nicht nur Kinder von Studentinnen und Studenten betreut werden. Der Verein wehrt sich mit dem Argument, man könne ein bereits aufgenommenes Kind nicht deswegen ausschließen, weil seine Eltern das Studium bereits beendet haben. Die Kündigung wurde ausgesprochen. Das Kindergartenorchester muss den Kindergarten bis Ende September räumen.